Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 zu Wheel Farming wieder mal auf der Konsole unterwegs und hier wird es heute weitergehen. Ja, der liebe Heino ist auch schon wieder da. Hallo. Und wir wollen mal ganz kurz bequatschen, wie jetzt der nächste Arbeitsablauf ansteht, denn wir werden, oder ich werde schon mal abrücken und zum lieben Hans fahren zum Mais häckseln. Ja, wie du siehst, Heino, unsere Felder vom Bürgermeister sind gekommen. Wir dürfen sie jetzt nutzen. Ja. Die Wiese lassen wir noch einmal, denke ich mal, mähen vom LU. Ja. Machen wir Gras, das will ich mal schauen, ob wir das an der BGA verscheuern. Unten haben wir auf jeden Fall Feld 55, ist noch Mais drauf. Da werde ich gleich mal mit dem Hans schnacken, ob er noch ein Feld Mais gebrauchen kann. Dann können wir das nämlich gleich mithäckseln. Dann verscheuern wir das an Hans. Ja. Und wenn ich das am LU verscheue, weil die haben ja die BGA, ne? Ja. Ganz wichtig habe ich gerade gesehen, Feld 57, da hat er ehemalige Besitzer noch Sojabohnen drauf, da müssen wir auf jeden Fall noch einmal abdüngen, dann haben wir 100%. Das mache ich. Und dann heißt es nachher für uns gemeinsam pflügen und sowas. Genau, ich fange an mit Pflügen, wenn du da abfährst und Ich düngen. würde mal sagen, machst du erstmal Ja. die Felder, die anderen Felder hast du fertig gemacht, ne? Die was? Die Felder oben hier, Feld. Ganz wichtig, als erstes würde ich mal sagen, holst du erstmal 36 noch das Gras rein, ne? Ja, okay, dann mach das. Und dann würde ich mal sagen, Feld 3, 4 und 31, die müssen noch gesät werden, ne? Jo, Da kannst warten wir du, darauf. mach wie du denkst, haust. Obwohl, warte mal, hau da mal noch Hafer mit drauf, Ist das für die Schweine dann haben wir an? zwei Felder mit Hafer fertig. Okay. Wenn wir Hafer dann jetzt schon ansehen können, aber müsste eigentlich gehen, ne? Hafer, Hafer, Hafer. Ja, können wir jetzt ansehen. Dann haust du da Hafer mit drauf, dann haben wir zwei Felder Hafer, was der Bürgermeister nicht Ja. braucht, verkaufen wir. Genau. Gut. Und wie gesagt, pflügen, da gucke ich nachher, wenn wir. So lange dauert das Maishäckseln ja auch nicht, denn schnappe ich mir einen Pflug Okay. vom Lohnunternehmen oder ich baue mir den von Hans aus und dann pflügen wir die Felder alle zusammen, weil ich glaube, es müssen hier so einige Felder gepflügt werden. Die ganzen neuen müssen auf jeden Ja, Fall gut. gepflügt werden, aber Dann werde ich mich mal im Deutschring, habe mir schon Anhänger angekuppelt. Und dann werden wir mal Gas geben hier. ja. Ich hoffe, das funktioniert auch alles da beim Hans. Nur besser werden. Ja, da ist ja wieder unser liebes LU mit eingebunden, ne? Oh, hier, die Wiese müssen wir auch pflügen und neu ansehen, aber das machen wir im Frühjahr, pflügen und neu ansehen. Oder zumindest nach der Ernte pflügen wir die Wiese um. Naja, wir können ja weiterhin über Funk quatschen, ne? Das Gras, was ich hole, soll ich in Silo schmeißen. Genau, haust es gerade erstmal ins Silo rein. Wir brauchen ja genug für Okay. die Schafe. Und was nicht Genau. reinpasst, dann gibst du halt Bescheid. Dann müssen wir gucken, ob wir das an der BGA. Nö, dann verkaufen wir den Rest, verkaufen wir den an der BGA nachher. Ja, auch immer. Gut. Ich melde mich dann. Ja, dann bist du, wir können ja im Funk quatschen. Genau. So, nicht wundern, wenn es ein bisschen ruckelt, Leute. Seit, ja. Immer wenn Alex auf der Karte ist, ruckelt es bei mir ein bisschen, warum auch immer. Also sein Internet kann nicht so dolle sein. Aber es ist nicht unspielbar. Das fängt sie näher auch gleich wieder. Auf jeden Fall müssen wir gucken, wenn wir gehäckselt haben, müssen wir unbedingt noch die Ballen einstapeln. Aber das ist ja recht fix erledigt. Ich weiß gar nicht, wo die starten wollen hier mit den Häckseln. Aber wir fahren einfach mal zu Hans. Ja, kann ich euch mal ganz kurz was zeigen, wie ihr seht hier auf der rechten Seite. Das ist jetzt der neue Bereich vom Hans, denn der Hans hat sich alles zugesichert, was Milch betrifft. Hier ist eine Verkaufsstelle für Milch. Also der Hans ist jetzt der Milchbauer. Hier hat er auch eine Weide, wo er die Kühe, die Jungtiere raussetzen tut. Ja, hat der Hans mal ein bisschen Geld investiert. Aber da hat er genug Geld mit der Silage verdient. Dann geht das ja. So, wir fahren mal rüber zum Hans. Oh, je näher ich an Alex rankomme, halt der umso mehr ruckelt das.
Ah, da kommt der Hans ja schon. Fahren wir mal ganz kurz hier rechts ran. Moin Hans. Na du? Oh, warte mal, stellen wir uns mal vor, dein Träger hin. Ja, du weißt ja, der frühe Vogel und so, ne? Na gut, der späte Vogel heute. Bevor wir loslegen, Hans, sage mal, du brauchst ja Mais für Silage, ne? Ja, nee, das ist ja richtig. Ich habe im Feld gepachtet und ja, da ist Mais drauf, was erntereif ist. Vielleicht kannst du das gebrauchen, dann können wir das mithäckseln, dann kannst du das bei dir in den Silos hauen. Wir sehen ja dann, wie viele Anhänger rumkommen, dann haust du mir da ein bisschen was rüber, weil wie gesagt, ich würde es sonst unterfliegen, weil ich kann es erstmal nicht gebrauchen. Es ist Feld 55 hinten, siehst du ja, wie groß es ungefähr ist. Ja. Nö, da ist auf jeden Fall Mais drauf und das ist ja zum Häckseln bereit. Ja, wie schaut denn der Ablauf erstmal aus jetzt bei dir heute? Moin, du, ich habe mal eine kleine Mitteilung zu machen. Ist unangebracht, aber ja, ich war ja nur im Urlaub und Corona war ja auch nicht weit weg. Musste leider noch in Quarantäne und während der Quarantäne. Oh, das ist natürlich sehr passend. Moin Klausi. Moin, Toni. Meine Klausi, soll ich dann eine Mitteilung machen? Ja, wie gesagt, ich war jetzt im Urlaub, denn bei Corona noch und leider im Familien in Corona-Fall, deswegen musste ich noch in Quarantäne. Oh, jetzt bin ich aber fit und jetzt hat sich aber währenddessen für mich noch eine kleine Lektion ergeben, die ich jetzt natürlich auch gerne nutzen würde. Ich kann jetzt ein bisschen expandieren in weitere Lehen und die will ich auch gerne nutzen und habe jetzt somit erstmal mein Geschäft und alles andere an die Gemeinde übergeben. Die Gemeinde kümmert sich jetzt mal vorläufig drum. Ich werde auf alle Fälle wiederkommen, kann aber noch nicht sagen, wie die Geschäfte weiter, die anderen Geschäfte laufen, wie es dann weitergeht. Aber ich werde schnellstmöglich wiederkommen, also ich werde euch nicht im Stich lassen. Also heißt das, alles, was wir erstmal bestellen müssen, alles quasi mit dem Bürgermeister oder mit dem Gemeinderatmann. Genau, das macht die dann alles mit der Gemeinde. Geld geht dann auch alles über die Gemeinde. Die regelt Das das quasi alles für ist, jo. mich. Es war schade, Ja. aber gut. Naja, man muss halt expandieren können, ne? Wenn man die Chance hat, soll man nutzen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, dann Und das erstmal kommt euch auch zugute. wünsche ich dir erstmal alles Gute in deinen nächsten Wochen, Monaten. Das ist schön, das freut mich, danke. Und ja, dann würde ich sagen, dann kläre ich das mal mit dem Bürgermeister, weil eigentlich hätte ich mich jetzt die Tage mit jemandem zusammengesetzt, mal ein bisschen was ausgearbeitet, aber das mache ich dann mit dem Ja. Falco. Genau. Ja, Telefonieren können gut. wir ab und zwischendurch mal. Ja, nee, das ist ja nicht das Problem, ne? Telefonnummer haben wir ja alle. Ne? Genau. Können wir wohin, denke ich mal. Ja, will ich euch nicht mal weiter von der Erde abhalten. Ja, gut, dann werde ich mich mal jetzt im Träger schwingen. Gut, Klausi, dann wünsche ich dir noch einen Ja. schönen Tag, ne, und wir hören uns. Ja, wünsche ich euch auch und noch viel Erfolg. Ne? Jo, ciao. Boah, Ernte. Tschüss, tschüss. Gut, Hans, dann fahre ich zum Feld hoch, ne? Der Hans hat schon nicht mehr mit uns geredet. Ich glaube, der Hans hat. Der will nicht mehr mit mir reden. So, mal einmal so nebenbei. Das hat gerade ein bisschen abgehackt geklungen, der Neufi. Das liegt, ja. Woran es gerade liegt, kann ich gerade nicht sagen. Der kam auch gerade wirklich abgehackt drüber. Aber der liebe Klausi hat uns gerade gesagt, dass
ja, für ihn sich gerade eine neue Situation erstmal ergeben hat, er mit einer neuen Zweigstelle zu tun hat und weiter. Und alles, was jetzt hier bei uns in Ungesheim erstmal mit dem Händler zu tun hat, läuft jetzt über der Gemeinde. Also er hat das erstmal in der Hand der Gemeinde abgelegt. Also auch über das Thema Schweinefutter, wo wir letztens drüber geredet haben mit dem lieben Heino zusammen, müssen wir denn jetzt das mit dem Falco klären, dass wir uns da einen Festpreis aushandeln mit dem Falco. Aber das werden wir die nächsten Folgen machen. Das kann ja vielleicht auch der Heino mal einen Tag machen oder ich. Aber darüber werden wir schon noch quatschen, wer das macht. Ja, das kriegen wir hin. Ja, da gehe ich auch mal von aus. Ja, ich habe jetzt auch nur den Funkkanal mit dem Heino an, weil. Oh, das andere ist mir sonst zu viel Gelaber mit dem ganzen LU, denn. Genau, Ja. ein bisschen reden schadet nicht. So, auf jeden Fall habe ich mit dem Hans geredet, er nimmt uns den Mais ab. Also unser Ist Feld doch. Mais wird gehäckselt, das nimmt. Verscheuern wir an Hans. Also machen wir damit schon mal ein bisschen Geld. Ich glaube, ein Häcksler für drei Abfahrer ist ein bisschen wenig, ne? Die hätten sich vielleicht mal einen zweiten Häcksler holen sollen. Also, was meinst du, wenn du jetzt noch mitgefahren wärst, dann wäre hier Katastrophe. Ja, aber unsere Felder müssen ja auch bearbeitet werden. Ja. Na, wie gesagt, wenn unsere Sojaernte ansteht, dann müssen wir sowieso abrücken. Wir haben noch zwei Felder dann mit Sojabohnen. Hat das Ja. funktioniert, dass nur das eine Feld zu düngen, ja? Ja, bin gerade bei. Perfekt. Ach so, das Sojabrot noch nicht. Nee, ich mache gerade das andere Feld, die 30, und dann fahre ich rüber auf andere. Ja, wie gesagt, das ist Dann kann wichtig, ich dass wir direkt Feld starten. 56 oder 57, was das ist, nochmal abdüngen. Dass wir dann schon den vollen Ertrag rauskriegen, weil, wie gesagt, die Sojabohnen wollen wir ja verkaufen. Aber ich denke mal, wir werden sowieso jetzt die Tage mal gucken müssen, dass wir ein bisschen was verkaufen, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. Was haben wir denn gestern mit 64.000? Oh, Weizen haben wir 150.000 Liter, also da können wir schon einen guten Batzen mitmachen. Aber dauert halt noch ein paar Tage, bis wir das verscheuern. Ich mein, machen wir doch mal hier mein Menü auf. Scheiß Tablet, ich glaube, ich brauche bald ein neues. Ab erste Winterwoche können wir das, oder ersten Wintertag, werden wir das schön weghauen. Na, ich werde mal den Hans einmal freischalten. Ach nee, Hans ist ja frei, der Hans redet nur mit mir nicht mehr. Schalten wir mal den Alex frei, ob der uns hört. Ah, dann ist ja gut, was bei uns auf dem Feld nichts mehr drauf ist. Da würde der Hans uns jetzt voll was kaputt fahren, Alter. Falco, hörst du mich auch? Ja, jetzt höre ich dich. Hallo. Ah. Hi, Toni. Ja, irgendwie höre ich hier gerade keinen. Ich weiß nicht warum. Ja, wir hatten noch Probleme jetzt am Anfang. Aber eigentlich, weil wir jetzt alle CB-funkende Fahrzeuge, das ist ja gut, wenn wir uns alle verständigen können. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Der Hans hat auf einmal nicht mehr mit mir geredet. Ich weiß nicht, schon an der Ja. Straße nicht mehr. Ja. Du bist da jetzt der Chef gerade für den Landhandel, habe ich mitgekriegt, ne? Ja, also die Gemeinde geht das. Ich habe Klausi hat uns angerufen heute im Laufe des Tages und hat halt erzählt, was los ist und so. Ja, also das geht über mich und über die Gemeinde direkt. Gut, dann kann ich ja mal kurz einmal ansprechen, weil eigentlich hätte ich jetzt mit dem Klausi gequatscht darüber, aber da er ja erstmal nicht da ist. Und Ja. zwar würde ich mit dem Land, also das hätte ich jetzt mit Klausi halt gemacht, einen Festpreis für Schweinefutter, dass ich erstmal das Schweinefutter ganz gerne über den Landhandel beziehen würde. Dass man da vielleicht einen schönen Preis hat, der immer gleich bleibt. Dafür könnte ich den Ja. Landhandel dann zum Beispiel auch mal mit Stroh oder sowas beliefern. Je nachdem, was er braucht. Ja. Dass du dir da vielleicht mal einen Kopf machst, dass wir da mal einen schönen Preis kriegen für na, Schweinefutter. Das wäre auf jeden Fall optimal. Ja. Du hast im Prinzip mit Klausi schon gesprochen, aber ihr habt jetzt noch keinen Preis oder sowas. Ihr Nee, habt ich nur habe darüber noch gesagt, gar nicht mit Klausi. dass es Klausi war ja generell. krank und sowas und das wollte ich eigentlich, hatte ich jetzt vor, wenn er wieder da ist, aber ja, hat sich ja leider gerade nicht mehr so richtig ergeben. Ja. Aber wie gesagt, unser Plan ist halt, dass wir erstmal Schweinefutter
komplett kaufen, die ersten ein, zwei Jahre und uns dann langsam an sich ja selbst rantasten. Ja. Ja gut, ich denke, wenn ihr das schon so abgemacht habt und alles, ich stehe ja auch in Rücksprache mit ihm, von daher dürfte das kein Problem sein, ne? Nur Ich das war helfe schon mal nur gut. gerade dem Hans mit, ich kann mir jetzt schlecht was notieren Ja, nee, gerade. nee, das ist richtig. Ich hab dich ja schon fahren sehen. Mal so Ja, eine aber Nebenfrage. Wer generell, ist jetzt schneller zurück, du oder Hans? ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Gut, ich bin bei 62% aktuell. Ja, das passt. Was ich dir aber jetzt schon mal mit sagen könnte, auch während wir in Fahrzeuge sind, du hattest doch wegen deinen Feldern angefragt, ne? Die zu pachten und später zu kaufen. Ja. Na? Das Feld 29 hast du ja schon gepachtet für, ich glaube, 5.500, ne? Genau. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und es wäre so, dass die anderen Felder, wenn du ein Komplettpaket machst, wäre das 100.000 im Jahr, das spricht 25.000 pro Quartal. Naja, ich habe schon, Ne? na, wie heißt das, ne, na, na, hier, wie heißt das, eine Benachrichtigung gekriegt von der Gemeinde. Okay, schön, ja. Und ja, nee, das passt, das hört sich gut an. Da wollte ich dich Ja, sowieso mal nee. fragen, ob das vielleicht irgendwann mal so klappt, dass wir es vielleicht machen können, dieses Jahr nicht, aber so ab nächstes Jahr, dass wir das so vielleicht als Mietkauf machen mit den Feldern, dass ich die Stück für Stück abbezahle und sie mir dann irgendwann gehören. Ob das funktioniert? Da gibt es sicherlich eine Möglichkeit. Das muss natürlich anders ausgerechnet werden, Ja, nee, alles, das aber ist richtig, aber du weißt, wie ich das ne? meine. Ja, das also die Optionen bestehen natürlich immer, ne? Das ist Ohne schon mal gut. Probleme. Ja. So, dann muss ich jetzt bestimmt erstmal hier Schreihals wieder freischalten. Oh, der Peter, der hat aber auch ein Organ im Funk, ne? Ja, den habe ich gar nicht. Na, ich muss ja wissen, wo ich das hinkippen soll. Erstmal muss ich hier reinkommen mit meinem Anhänger beim Hans in der Einfahrt. Reicht ja schon, dass er mit dem Drescher hier letztens hängen geblieben ist. Oh ne, passt. Also ich hatte jetzt mit Hans das letzte Mal gesprochen, dass hinten ein Keil, der ist jetzt schon vorhanden und dann fahren wir einfach immer rückwärts dort rein und fahren das Ja, hinten ich sehe es ran. gerade. Ich fahre jetzt einmal rum im Silo und fahre rückwärts rein. Gut. Genau. Aber Hans, sein Hof ist ein kleines bisschen kleiner. Jetzt wäre ich schon fast gegen seine Tür Ja. eben gefahren, hier gegen sein Tor. Könnte er ja auch mal zumachen, ne? Kann ich das machen? Nee, kann ich nicht. Kann ich denn überhaupt abladen? Kannst du mal den Hans Bescheid sagen, dass er mir mal irgendwie ein paar Rechte geben muss? Ich habe Hans nicht im Kanal drin. Oh. Bei mir. Ich auch, ne? Ich schon, aber irgendwie redet er nicht mit mir. Ich denke mal, zum Abladen brauche ich bestimmt Rechte, ne? Ja. Aber ich fahre erstmal kurz rein, dann werden wir sehen. So, nur Toni, wartest du jetzt einfach dort und ich kipp dann für dich ab. Oh, ich werde es gleich sehen, wenn ich drinnen bin, weil die Türen kriege ich nämlich nicht zu in seiner Halle. Ich hätte die ganz gerne. Wenn du rumfährst in meine Halle, könntest du mir daher mal einen Gefallen tun, einmal diese hässliche Tür zu machen, dann komme ich da besser rum. Ich glaube, ich habe ja von allen so den größten Anhänger hinten Auf dran hängen. Kuhstall 100% im Fall. Nee, direkt hinter dem Silo da, diese Halle. Weil ich muss immer einmal um, ich fahre mal einmal so im Silo rum. Ja. Also abkippen kann Mach ich. gut. Wo ist denn hier der Aufschieber? Ich denke, der ist hier zum Aufschieben. Wo ist er denn hin? Wo hänge ich denn jetzt hier fest? Jetzt geht's. Das ist ja auch komisch. Da müsst ihr mir doch mal sagen. Will der das weiter oben rauf haben? Will der das da vorhin haben? Jetzt habe ich ihn in den riesen Haufen hingekippt. Naja. Das LU macht das schon, ne? Der Aufschieber steht da im Landhandel. Warum auch immer. Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende von dieser Folge angekommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wir haben nebenbei ein bisschen was abgemacht, bisschen bei Mais häckseln. Ja, dann lasst uns doch gerne ein Like da, würden wir uns mega drüber freuen. Schaut bei Michel und bei Alex vorbei. Ja, unterstützt die beiden ein bisschen mit Likes und Abo, würden uns auch freuen. Und ja, damit bin ich erstmal raus und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ah, Tschüss. Bürgermeister und Heino sagen auch Tschüss. Tschüss.